Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode der C++-Reihe für Anfänger. In dieser Episode gucken wir uns mehrdimensionale Arrays an. Ich demonstriere das Ganze mal kurz an einem C-Array. Und zwar sage ich dafür einfach mal int r und jetzt Array, Array, Semikolon. Da natürlich jetzt wieder Zahlen rein. Also beispielsweise mal eine 5 und hier können wir eine 6 zum Beispiel nehmen. So, das sieht jetzt natürlich erstmal ziemlich verwirrend aus. Was bedeutet das? Im Prinzip macht ihr euch sozusagen ein Array von einem Array an dieser Stelle. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, also ein Array hat ja an einer bestimmten Stelle immer ein bestimmtes Element. Und in diesem Fall ist dieses Element ebenfalls wieder ein Array. Somit, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, std cout r an der Stelle 1, an der Stelle 2, dann bezieht sich das erste hier auch ebenfalls auf dieses erste hier und das zweite auf dieses zweite. Im Prinzip hat man damit so eine Art Tabelle erstellt. An einer solchen kann man das auch veranschaulicht gut sehen. Wenn ich jetzt hier an der Stelle 1, 2 gucke, dann gucke ich im Prinzip hier bei der Tabelle, das hier ist Spalte 1, Zeile 2. Das bedeutet, dieses Element wäre es. Da würde jetzt natürlich dann irgendwas drinstehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal 3, 2 hinschreibe, dann würde man gucken, erstmal hier oben, dritte Spalte, zweite Zeile. Das heißt, wir wären an dieser Stelle. Mit anderen Worten, wenn man jetzt hier ein zweidimensionales Array von 5 und 6 hat, dann hat man insgesamt 5 mal 6 Zahlen da drin. Gut, ein zweidimensionales Array ist natürlich schon kompliziert, aber man kann das Ganze natürlich noch weiter auf die Spitze treiben. Denn ich sagte ja, wir gucken uns mehrdimensionale Arrays an. Und diese Dimensionen können beliebig groß sein. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel noch was dranhängen. 2, 3, 7 und so weiter und so fort. Wir haben jetzt zum Beispiel hier ein fünfdimensionales Array geschaffen. Das kann man jetzt nicht mehr so vereinfacht an einer Tabelle veranschaulichen. Ab drei Dimensionen wird schon schwierig, sich das vernünftig bildlich vorzustellen. Mehr als zwei Dimensionen sind schon sehr selten anzutreffen. Zwei Dimensionen hingegen werden oft ganz gerne zum Beispiel für eben Tabellen genutzt. Gut, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal für Vektoren an. Dazu sagen wir erstmal hash include vector. Und sagen dann hier unten erstmal einen eindimensionalen Vektor, std-Vektor vom Typ int v und sagen wir mal von der Größe 5. Diesen Vektor wollen wir jetzt zweidimensional kriegen, mehr oder weniger. Die Syntax davon in C++ hält sich in Grenzen allgemein. Ist es ein bisschen schwierig an einigen Stellen einen Vektor so zweidimensional zu kriegen. Aber wir geben unser Bestes und zwar sagen wir jetzt hier einfach der Typ. Hier steht ja der Typ, der Datentyp. Der Typ soll jetzt ebenfalls wieder ein Vektor sein. Deswegen sagen wir einfach std Vektor und jetzt dieser Vektor ist erst vom Typ int. So, der Nachteil davon ist, dass jetzt dieser Vektor hier nicht genau definiert ist, welche Größe er hat. Dazu sagen wir jetzt einfach mal im nächsten Schritt for int i ist gleich 0, i kleiner v.size i++. Und jetzt können wir hier sagen, v an der Stelle i.resize. Und jetzt können wir unsere Größe für unseren zweiten Vektor dort drin angeben. Da sagen wir jetzt einfach mal 10, beispielsweise. Und schon haben jetzt alle diese Vektoren, die hier drin stehen, die Größe 10. Ja, ich weiß, schön ist anders, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man das mit Vektoren so machen kann. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel zu sagen std Vektor von std Vektor von int und jetzt sagen wir einfach mal v2 und jetzt direkt mit ist gleich und jetzt diese Schreibweise hier verschachtelt. Das geht übrigens auch bei normalen mehrdimensionalen Arrays. Wir sagen jetzt hier drin, dass wir dann hier drin unseren ersten Vektor dort verschachteln. Da sagen wir jetzt zum Beispiel 5, 3, 2. Und
hier dann jetzt den zweiten Vektor im Vektor mit zum Beispiel 6, 3, 7. Und dann können wir vielleicht noch einen dritten machen mit 1, 2, 3. So, das ist zum Beispiel auch eine Variante, die wunderbar funktioniert. Also jetzt haben wir mehr oder weniger ein mehrdimensionales Array von Größe 3 und noch einer Größe 3 geschaffen. Wenn wir da jetzt mal drüber iterieren wollen, dann können wir einfach mal sagen for int i ist gleich 0, i kleiner v2.size i++. Dann hier drin sagen for int i ist gleich 0, beziehungsweise hier brauchen wir ja den anderen Namen, int j beispielsweise ist gleich 0, j kleiner v2 an der Stelle i.size j++. Und dann wieder Klammern auf. Und dann sagen wir std cout v2 an der Stelle i an der Stelle j. std endline. So, das Ganze führen wir jetzt einfach aus. Und dann sehen wir, dass alle unsere Zahlen hier ausgegeben werden. 5, 3, 2, 6, 3, 7, 1, 2, 3. Klappt also wunderbar. Also, zusammenfassend lässt sich sagen, wenn man ein mehrdimensionales Array nutzen will, lohnt es sich schon fast zu überlegen, auf herkömmliche C-Arrays zurückzugreifen, da das mit zum Beispiel std-Vector und std-Array sehr anstrengend ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat und verabschiede mich dann hiermit. Ciao!